Moin Leute, ein ganz herzliches Hallo zu dieser neuen Prognose. Die zweite Bundesliga startet an diesem Freitag in die Spielzeit 2022-2023. Und ja, da die erste Bundesliga noch nicht startet, kann ich den Spieltag vollumfänglich berücksichtigen. Ich hoffe natürlich wie immer, dass euch das Ganze gefällt. Ich sage jetzt nochmal ganz klar dazu, es gibt aktuell durch Verletzungen, Krankheit, aber auch Wechsel sicherlich die ein oder andere Aufstellung, die alles andere als korrekt ist. Ich versuche da möglichst nah an der Realität zu sein, aber dass das vor allem zu Beginn einer Saison nicht möglich ist, das ist euch wahrscheinlich auch klar. Aber nur, dass ihr euch nicht wundert, wenn vielleicht da irgendwo ein Spieler aufläuft, der in echt gar nicht mehr da ist. Dann liegt das eben daran, dass ich nicht zu 100% up-to-date sein kann, sondern eben nur diese Prognose, ja, so realistisch halte, wie es möglich ist. Ansonsten viel Spaß beim Zuschauen. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Reinschalten. Bedenkt, es ist eine Prognose, es ist nur FIFA, das hat nichts mit der Realität zu tun. Und wenn ihr sauer seid, ja, dann schreibt es in die Kommentare, aber versucht so wenig Schimpfwörter wie möglich zu benutzen. Jetzt geht's los mit Kaiserslautern gegen Hannover. Viel Spaß! Der erste FC Kaiserslautern ist zurück in der zweiten Fußball-Bundesliga. Hannover 96 geht mit dem Anspruch, eine Spitzenmannschaft zu sein. In die neue Spielzeit für Kaiserslautern wird es erstmal um den Klassenerhalt gehen. Aber die Roten Teufel starteten stark in das Eröffnungsspiel rein. Und in der vierten Minute köpft Marlon Ritter das 1:0 für die Gastgeber. Wird zu spät bewacht und dadurch die Führung eben für das Heimteam. Hannover 96 aber brauchte nicht lange, um sich zu schütteln. Und da kam der neue Keeper zwischen den Pfosten bei Kaiserslautern direkt mal zur Geltung gegen Maximilian Bayer, nämlich Andreas Lute, der hier Raab abgelöst hat. Der ist ja zum Ligakonkurrenten, zum HSV gewechselt. Aber Kaiserslautern zog sich nach der Führung nicht nur zurück, sondern spielte weiterhin mutig mit. Es war auch eine tolle Atmosphäre auf dem Betzenberg. Kenny Prince Redondo aus der Drehung gegen Ron-Robert Zieler in der Situation. Aber nur zweiter Sieger. Fehler von Kraus, Besuschkow Neuzugang. Erobert den Ball, Nielsen ebenfalls neu dabei und Keak macht in der 34. Minute den Ausgleich. Lute machtlos, zu platziert mit dem schwächeren rechten Fuß macht Sebastian Keak das Tor. Und vor der Pause nochmal Hannover, dem zu Bayer Spiel gedreht, unmittelbar vor dem Seitenwechsel. Ziemlich unglücklich für Kaiserslautern. Aber auch schon abgezockt von Hannover 96 und namentlich sind die Gäste ja sowieso richtig gut besetzt. Durchgang 2. Kaiserslautern spielt sich auf der rechten Seite fest. Dann Hercher auch wunderlich mit dem linken Fuß knapp vorbei. Da war die Elf von Neutrainer Stefan Leitl zu weit weg. Am Ende geht der Ball aber doch deutlich am linken Pfosten vorbei. Und Kaiserslautern drückte weiter auf den Ausgleich. Çiftçi. Wieder Ritter, der Torschütze, zum 1:0. Aber diesmal setzt sich Zieler durch. Schuss von der Strafraumkante. Die Nummer 16 im Tor der Niedersachsen streckt sich und lenkt zur Ecke ab. Von Hannover relativ wenig zu sehen, lange Zeit in Durchgang 2. Dann aber mal so eine Umschaltaktion. Keak muss es in dieser Szene eigentlich schon klar machen. Da hätte er mit dem 3:1
die Vorentscheidung markieren können. Aber Lute ist eben ein erfahrener Mann. Und eine Chance bot sich den Lauterern noch. Shifchi und Terence Boyd. Da fehlt ganz, ganz wenig. Rauscht am Pfosten vorbei. Und das war's dann. Es bleibt am Ende beim 1:2. Nicht unverdienter Sieg, aber Kaiserslautern kämpfte und der Punkt wäre drin gewesen. Am Samstagmittag treffen der FC St. Pauli und der 1. FC Nürnberg aufeinander. Nürnberg hat sich in dieser Saison einiges vorgenommen und die Mannschaft, die ist gut bestückt. Jamra vom HSV gekommen, hier direkt in Hamburg. Ebenso wie Winzheimer, der legt zu Scheffler rüber, nochmal weitergeleitet auf Johannes Geis. Und der Club führt mit 1:0. Der FC St. Pauli musste sich schütteln, kam dann aber auch über Johannes Eggestein. Kann sogar fast noch ein paar Schritte gehen, aber trotzdem ein guter Abschluss. Martinia aber ein noch besserer Torwart. 5 Minuten noch bis zum Seitenwechsel. Der Club schon spielbestimmend. Duman. Winzheimer. Duman nochmal raus auf Jamra. Die Flanke zu Winzheimer. Und Smash, der sich gegen Vasil durchgesetzt hat. Im Torhüter-Duell ist da und klärt zur Ecke. Die bringt Duman rein. Rigala kann zunächst klären, aber Nürnberg bleibt in der Szene drin. Winzheimer drückt ab. Smash hält vor die Füße von Erik Schuranov abgewehrt. 0:2. Smash, kein Vorwurf zu machen. Die Verteidiger von St. Pauli schalteten ab und so steht es 0:2 zur Pause. Und mit diesem Druck ging es auch in die zweite Hälfte. Duman, Manuel Scheffler. Ein wuchtiger Abschluss. 0:3. Und jetzt wurde es richtig schwierig für den FC St. Pauli. Es sollte mal über eine Standardsituation gefährlich werden nach 55 Minuten. Lead Paccarada. Der senkt sich zwar gut, ist aber deutlich zu hoch angesetzt. Doch St. Pauli steckte den Kopf nicht in den Sand. Der Saisonauftakt dennoch wohl schon verpatzt, aber immerhin Johannes Eggestein mit seinem Tordebüt, der wahrscheinlich auffälligste St. Paulianer an diesem Samstag mit dem 1:3. Etwas Ergebniskosmetik wurde betrieben. Das letzte Wort hatte aber dann noch einmal der Club. Manuel Scheffler hauchzart vorbei. So ging es mit 1:3 zu Ende. Extrem überzeugender Auftritt von Nürnberg, ein absolut gelungener Saisonstart. Der SSV Jahn Regensburg bekommt es mit dem SV Darmstadt 98 zu tun. Und der SSV Jahn, er startete mutig rein. Das ist Gimba auf Andreas Albers. Paukenschlag nach 21 Minuten. Toller Pass von Gimba. Schöne Direktabnahme von Albers und Darmstadt ziemlich schnell überrannt. Mit Beste und Besuschkow hat Regensburg 2 wichtige Spieler verloren, aber mit Joshua Mees wieder einen ganz wichtigen dazu bekommen. Und in der 34. Minute hat er hier die Chance auf das 2:0, aber Schuhn ist zur Stelle. Darmstadt mit extremem Problem, kam überhaupt nicht rein. Owosu Albers, Doppelpack, 36. Minute, 2:0 und auch vollkommen verdient. Die Höhe ging auch dementsprechend in Ordnung.
Aber vor dem Seitenwechsel gab es dann auch mal ein Zeichen von Darmstadt. Tietz, Karic und Tietz setzt zum Sonntagsschuss an und dreht ihn wunderbar oben ins Eck. Stojanovic, Neutorhüter bei Regensburg. Ohne Abwehrchance. So ging es dann mit besseren Aussichten für Darmstadt in den zweiten Durchgang. Regensburg führte aber nach wie vor verdient. Es musste jetzt mehr kommen und es kam mehr. Wieder Karic, Tizzo, Melem. Fast der Ausgleich nach 49 Minuten. Der Druck erhöhte sich. Es wurde schwieriger für Regensburg, da gegenzuhalten. Auch fehlerbehafteter nun. Weniger Konzentration. Darmstadt einfach wacher. Kempe. Wieder Stojanovic. Satter Schuss. Aber der Goalkeeper kann sich auszeichnen. Die Zeit wurde knapper, aber Darmstadt kam über Tietz. Doch noch zum Ausgleich in der 75. Minute kullert der Ball wohl minimal noch abgefälscht an Stojanovic vorbei und so gibt es am Ende ein versöhnliches 2:2. Die erste Halbzeit ging an Regensburg, die zweite dann klar an Darmstadt. Eine dementsprechend gerechtfertigte Punkteteilung. Der SV Sandhausen bekommt direkt mal ein schweres Los am ersten Spieltag. Arminia Bielefeld als Absteiger und vor allem als in den Testspielen überzeugende Mannschaft gar nicht mal so zu unterschätzen, wenn es darum geht, wieder oben anzugreifen. Sandhausen hat, wie schon seit immer, die Ansprüche in der Klasse zu halten, vor allem zu Hause die Punkte einzufahren und sie hatten direkt mal die erste gute Chance. Capino kann den Ball aber halten. Eckball von der linken Seite, da ist Kutucu und der Ball ist im Tor. Nach 13 Minuten steht es 1:0 für Sandhausen. Da kann auch Siedler auf der Linie nichts mehr gegen ausrichten. Dann auch mal Arminia Bielefeld, Jani Serra und Fabian Klos. Der wollte sich nicht so verabschieden mit dieser schweren Kopfverletzung und einem Abstieg. Markiert hier das 1:1 und zeigt, wie wichtig er in dieser Saison für Bielefeld wieder sein könnte. Ging mit diesem Unentschieden auch erstmal in die Pause. Dann aber wieder Sandhausen. Tribol, quergelegt, Kutucu, Doppelpack. Das hat sich mal so richtig gelohnt, den wieder zu holen. War ja schon ausgeliehen. Und ist jetzt wieder beim SV Sandhausen. Hier scheint er sich wohl zu fühlen. Stunde gespielt. Jani Serra zu Lawson. Serra an den Pfosten und Bachmann. Fast mit dem Eigentor, aber Dreves ist aufmerksam und kann den Ball noch vorm Überschreiten der Linie festhalten. Man merkte schon, dass Bielefeld die individuell besser besetzte Mannschaft ist und sie kam weiter. Okugawa raus zu Lawson, die Flanke zu natürlich Fabian Klos. Kann hier aber nicht genug Druck hinter den Ball bringen, sodass Dreves den Ball ohne größere Probleme sogar festhalten kann. Und knapper wurde die Zeit. Schatkowski mit dem Eckball und Masaya Okugawa macht trotzdem den Ausgleich. 89. Minute. Verdient, muss man sagen, aber etwas glücklich in der Entstehung. Wir sehen das gleich in der Wiederholung. Die Freude war natürlich riesig. Schwierige Schussposition, Dreves minimal dran, dann kann Okorochi auch nicht mehr reagieren und so endet diese Partie mit 2:2. Ein tolles, ein mitreißendes Spiel. Sandhausen wird sich über den späten Ausgleich ärgern, kann aber trotzdem auf dieser Leistung
aufbauen. Greuther Fürth gegen Holstein Kiel verspricht ziemlich interessant zu werden, denn Fürth als Absteiger besonders unter Beobachtung und Holstein Kiel nach verpatztem Saisonstart fanden sie sich richtig gut rein in der letzten Saison und jetzt starten sie so rein. Das kann man mal machen. Fiete ab, ansatzlos zum frühen 0:1. Greuther Fürth noch nicht wieder in der zweiten Liga angekommen und Kiel machte weiter. Mühling stark zurückgelegt, Reese braucht aber einen Ticken zu lange, um den schwierigen Ball zu kontrollieren, sodass Willems mit der Fußspitze Vorlinde retten kann. Greuther Fürth meldete sich kurz vor dem Seitenwechsel dann mal so richtig zu Wort. Dixon Abiyama, das geht zu einfach, das geht viel zu einfach. 44. Minute, Ausgleich, etwas schmeichelhaft, aber das war einfach fahrlässig verteidigt und so war dann die frühe Führung von Fiete Arp erstmal egalisiert. Der zweite Durchgang ging dann besser für Fürth los. Ragnar Ache. Da sieht man vielleicht so die Schwachstelle bei Holstein Kiel. Die Verteidigung doch hier und da etwas luftig. Was dann Ache daraus macht, ist allerdings kläglich. Der Ball geht gefühlt meilenweit am Tor vorbei. Holstein Kiel brauchte kurz, fand dann aber auch wieder rein. Fiete Arp holt sich den Ball und fordert Linde, der dann seine Hintermannschaft aufwecken will. Da darf man den Ball nie im Leben verlieren. In dem Fall konnte es Arp jedoch nicht bestrafen. Aber wieder so ein Fehler. Arp holt sich den Ball und Pichler holt auch die Chance raus. Szene noch nicht geklärt. Rese, Finn Porat, Arp und der macht es. Besser als Pichler, 62. Minute, die erneute Führung für die Gäste, führt also unter Druck. Asta setzt sich durch, Tillmann, Abiyama, super rübergelegt und Julian Green verliert die Nerven vor Däne. 10 Minuten vor dem Ende muss das hier eigentlich der Ausgleich sein. Aber sie packten es nicht mehr und Holstein Kiel hatte sogar noch die Chance aufs 3:1 durch Finn Porat, der aber nicht die Nerven bewahrt und nicht zum ersten Saisontor einschießen kann. Es blieb beim knappen 1:2. Holstein Kiel machte eine sehr gute Partie und Fürth enttäuschte doch etwas. Der 1. FC Magdeburg meldet sich zurück in Liga 2. Zu Gast gleich mal Fortuna Düsseldorf, vielleicht leichter Geheimfavorit auf den Aufstieg. Auf jeden Fall sind sie sehr gut besetzt. Und Magdeburg wurde etwas durchmischtartig, verletzungsbedingt nicht dabei. Und hinten fehlt Abwehrchef Müller, der ist jetzt bei Paderborn und das wurde postwendend bestraft. Ruven Hennings mit dem 1:0 nach 6 Minuten. Magdeburg hier aber vor den eigenen Fans natürlich motiviert. Der Freistoß hier nicht verkehrt, aber für Kastenmeier keine wirklich große Herausforderung. Düsseldorf relativ abgezockt. Kovnatski, Hennings raus zu Klaus, Hennings, Appelkamp und Kovnatski freigespielt, kommt frei im Fünfer zum Schuss und lässt sich das nicht nehmen. Eiskalt, zweiter Schuss, zweiter Treffer. Und Düsseldorf kam noch einmal. Kovnatski, Hennings, 0:3, 42. Minute, ganz übel für Magdeburg.
Das waren die einzigen Schüsse, die aufs Tor kamen und sie waren allesamt drin. Drei Tore schlechter waren die Gastgeber hier. Auf keinen Fall. Aber Düsseldorf eben richtig abgezockt. Und das wollten sie sich selbstverständlich nicht mehr nehmen lassen. Kownacki mit dem 0:4 in der 51. Minute mit der endgültigen Entscheidung in diesem Duell. Und Magdeburg musste aufpassen, dass es nicht richtig bitter wird. Aber Düsseldorf war noch hungrig. Klaus auf rechts außen, wo ist die Unterstützung? Mit der Hacke zu Tanaka, Kownacki, Hennings. Was für eine Kombination zwischen Kownacki und Hennings, die hier an allen fünf Treffern mitgewirkt haben sowieso, aber auch einige davon selber aufgelegt haben. Magdeburg fing sich aber nochmal, spielte auf den Ehrentreffer. Corner Krempeki aber kann hier gegen Kastenmeier nicht das erste Saisontor herausschießen. Gut gehalten von Düsseldorfs Schlussmann. Müller auf Cheka. Nochmal eine Chance, um hier wenigstens ein Tor zu erzielen, aber das war ihn heute nicht mehr vergönnt. Am Ende ein sehr deutliches 0:5. Der Sieg auch absolut verdient, aber doch zwei Tore wohl zu hoch. Düsseldorf überzeugt auf voller Linie und Hennings mit drei Toren Spieler des Tages. Duell im Eintrachtstadion zwischen Fast-Aufsteiger HSV und Aufsteiger Braunschweig. Knapp scheiterten ja die Gäste in der Relegation, aber greifen in diesem Jahr erneut an, um oben mitzuspielen. Und sie gingen auch motiviert rein und hatten die erste Offensivaktion. Muheim bringt die Flanke. Königsdörfer, Neuzugang von Dynamo Dresden am zweiten Pfosten, bekommt den Ball aber nicht kontrolliert aufs Gehäuse. Braunschweig aber auch mutig, schlug ja im Testspiel Union Berlin mit 1:0. Aber auch der HSV müsste sich eigentlich nicht verstecken. Hier müssen sie aber das Gegentor von Leon Lauberbach hinnehmen. 23. Minute. Das war doch etwas überraschend zu diesem Zeitpunkt. Aber die Braunschweiger dürfte das kaum stören. Der HSV aber machte unbehelligt weiter. Robert Glatzel und Fejsic. Der macht sich lang und wird gefühlt 3 Meter groß, um den noch irgendwie rauszukratzen. Das war richtig gut gemacht von Robert Glatzel, aber eben auch toll gehalten. Kurz vor dem Seitenwechsel nochmal der HSV. Benesch, Laszlo Benesch von Gladbach gekommen, der ärgert sich, hätte hier direkt seinen ersten Pflichtspieltreffer für den HSV machen können. Und es fehlte wirklich nicht viel. Ein ganz feines linkes Füßchen. Hier verzieht er etwas. Durchgang Nummer 2. Der HSV weiter auf Mission Ausgleich. Königsdörfer, Reis und Fejsic. Mr. Unüberwindbar. Der holt hier Paraden raus, das ist schon ziemlich erstaunlich. Und Braunschweig sorgte selten mal für Entlastung. Heuer Fernandes irrt durch den Strafraum, geht dann nochmal zurück. Multaub und Feray. Der hätte hier fast das 2:0 gemacht, aber Heuer Fernandes, ebenso ein guter Zweitligakeeper, kann das verhindern. Der HSV tat sich aber schwer. Es kam nach vorne dann zu wenig in der Folge. Kaufmann hingegen hatte noch ein weiteres Mal die Chance zur Entscheidung. Abermals aber scheiterten hier die Offensivspieler an den Torhütern, was beidseitig galt. Es blieb beim 1:0. Der Treffer von Lauberbach entschied diese Partie
Überraschend, aber nicht unverdient, dieser Erfolg. Der FC Hansa Rostock empfängt den ersten FC Heidenheim und Heidenheim hatte sich hier offensichtlich einiges vorgenommen und hatte zu Beginn richtig was zu bieten. Geipel, Manu Busch, beste Neuzugang, ja. Keller, sieht Manon Busch, der in der 17. Minute das 0:1 markiert. Die Drangphase hatte sich bezahlt gemacht und Heidenheim ging verdient in Führung. Aber Rostock davon wie wachgeküsst. Kai Pröger mit dem Ausgleich, der Neuzugang aus Paderborn, fügt sich gleich mal gut ein ins Gefüge und hatte gleich die nächste Szene. Wieder Kai Pröger und der ist noch schöner. 2:1, das erste eher ein Arbeitstor, das hier ein sehenswertes und Kai Pröger hat eine wahnsinnige Schusstechnik, hat er schon des Öfteren unter Beweis gestellt, dreht im Alleingang diese Partie, aber Kleindienst vor dem Seitenwechsel hatte nochmal die Chance wiederum das Ganze etwas auf den Kopf zu stellen. Das 2:2 bleibt ihm aber hier verwehrt, Markus, der Achtarmige. Mit der Parade. 2:1 nach 45 Minuten. Kai Pröger bislang der auffälligste Spieler. Aber Rostock hatte hier wieder eine gute Teamleistung zu bieten. Pröger mit der Flanke. Keller kann den erstmal rausköpfen. Aber es gab die Chance für Dressel. Von 18:60 gekommen, testet in der 66. Minute. Kevin Müller. Wo war das große Aufbäumen bei Heidenheim? Stattdessen nochmal Dressel. Der hat hier richtig Gefallen gefunden aus 16, 17 Meter Schüssen. Und der war noch etwas besser als der erste. Daher auch die Parade von Müller noch etwas anspruchsvoller. Heidenheim kam aber nochmal mit Pick und Kleindienst. Sessa zieht den Ball rüber. Der Abschluss dann aus eher ungünstiger Position und Kolke kriegt noch rechtzeitig die Beine zusammen und wehrt zur Ecke ab. Konnte Rostock das über die Zeit retten. Nachspielzeit. Sessa, Mainka, auf, Beste und Kolke hält. Das wäre ein Einstieg für Beste gewesen. So scheitert er und Rostock gewinnt in einem tollen Spiel mit 2:1. In der Benteler Arena treffen Paderborn und Karlsruhe am Sonntag aufeinander. Paderborn zuletzt im Tabellenmittelfeld unterwegs gewesen, Karlsruhe ebenso. Und wer hatte den Vorteil? Zunächst erstmal Richmond Tashi für Paderborn. Wird da angeschossen, der Neuzugang von Dortmund 2. Kann er sich nicht wehren gegen sein erstes Tor für den SC Paderborn. Kriegt den Ball da ans Kinn, an die Brust und irgendwie tropft der Ball über die Linie. Sehr unglücklich für Karlsruhe und das sprach für die komplette Anfangsphase und eigentlich auch, werden wir gleich sehen, für die ganze erste Hälfte. Paderborn einfach wacher hier im Heimspiel, doch von den Fans auch getragen. John Iredale mit dem 2:0, da war keine Viertelstunde gespielt und wer dachte, boah, das gäbe jetzt vielleicht ein richtiges Schützenfest, der wurde eines Besseren belehrt, denn des Weiteren hatte Durchgang 1 erstmal nicht mehr viel zu bieten. Es ging mit dem 2:0 also in die Katakomben. Karlsruhe fand noch überhaupt nicht statt. Eine eher enttäuschende Vorstellung der Gäste. Durchgang Nummer 2. Uwe Hünemeyer, der
Standardexperte drückt ab, aber schießt knapp daneben. Es passierte weiterhin nicht viel. Wir sind schon knapp 10 Minuten vor dem Ende von Karlsruhe, gab es nichts mehr zu berichten. Und Paderborn spielte es locker runter, zeigte sich noch einmal mit Neuzugang Müller, eigentlich Verteidiger, hier zieht er nach vorne, Heise, aber der Kampf stimmte beim KSC, aber mehr kam dann auch nicht. Die Partie war früh entschieden durch das 2:0 von Iredale und Paderborn startet erfolgreich in die Spielzeit. Jo, hier habt ihr die Ergebnisse und die dazugehörige Tabelle einmal im Überblick. Die hat natürlich nicht sonderlich viel zu sagen nach einem Spieltag. Tippt wie immer gerne mit in den Kommentaren. Ansonsten lasst gerne auch einen Daumen nach oben und ein Abo da. Vielen Dank dafür. Alles Gute, viel Spaß beim Bundesliga-Start und bleibt gesund. Adios.